Liegestütz mit gestreckten Beinen, wie oben beschrieben, aber mit dem Unterschied, dass Herr Babowitsch nun den Liegestütz mit aufgestellten Zehen und gestreckten, leicht geöffneten Beinen durchführt. Diese Variante ist weitaus schwieriger. Achten Sie dabei auf Ihre Gesamtkörperspannung. Man neigt hierbei schnell dazu, ins Hohlkreuz zu fallen. Dies ist dann ein Anzeichen für eine mangelnde Bauchspannung. Diese Übung ist sehr effektiv, da Sie dabei gleichzeitig Rücken, Bauch- und Schultermuskulatur und den Trizeps trainieren. Wenn Sie Ihre Wiederholungszahl steigern wollen und an Ihr Limit gelangen, nicht gleich aufgeben, sondern einfach noch ein paar Liegestütze im Vierfüßlerstand dranhängen. Sie werden feststellen, dass Sie doch noch Kraftreserven besitzen.